Hallo ihr Lieben, ich bin gerade in einer Schrebergartenkolonie angekommen und ich besuche heute einen ganz besonderen Gärtner, der mir seinen Garten zeigen möchte. Ja, gehen wir mal einfach hin. Gucken wir mal, ob wir ihn stören können. Ich sehe ihn auch schon. So, wir sind jetzt angekommen bei dem Garten. Wow, der ist echt wunderschön. Oh, ich bin völlig baff, das könnte mir auch gefallen. Aber ich erzähle zu viel, ich zeige euch am besten den Garten und mal sehen, vielleicht kann ich ihn überreden, dass er mir ein paar Pflänzchen zeigt und was er hier so anbaut. Das ist bestimmt spannend. Na, schauen wir mal, gehen wir mal durch die Gartentür. Da ist er schon. Hallo, Herr Gärtner. Hallo. Ich bin Lars, hallo. Ich bin Klaus, ne? Na, schön. Was machst du hier? Jo, ich greife hier gerade ein bisschen um hier. Ja, ein bisschen schick machen alles, ne? Ist ja so ein Permakulturgarten hier. Sieht schön aus. Hier muss ich mal ein bisschen umbauen noch. Hier könnte mir das auch gefallen. Magst du mir ein bisschen deinen Garten zeigen, ja, was hier schön ist? Was ist das hier eigentlich? Hast du hier, dir denn einfallen lassen? Voll geil. Das ist geil, ne? Krass, das mache ich auch in meinem Garten. Jo, das finde ich toll. Dann mach mal. Haben die auch einen Namen? Jo, Hans, Alfred. Hans, Alfred, hallo. Ja, das ist hier das Kiehohlbeet. Ne? Was ist das denn hier so? Alles voll Chemie? Nur Chemie hier. Nur Chemie? Alles Chemie. Die blauen Kübelchen und ja, so? Ja, hier wird nur Chemie alles drin, hier. Okay. Nee. Also immer Attacke. Deswegen ist auch alles so gesund. Nee. Ah, okay. Nur ohne Chemie geht das nicht. Sehr gut. Permakultur, ja, was ist das denn? Permakultur ist, ja, wie soll ich das denn erklären? Das ist ich weiß, wer dich da aufklären könnte. Ach was, ja. Wer ist das denn? Oh, nee, geil. Ja, guck mal hier. Das Wasser rein, ne? Da werden sich die Insekten. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich nicht. Guck mal, jetzt könnt ihr altes Muster. Ne? Ja, ja. Nochmal. Was hast du hier denn Schönes stehen? Das ist ein Insektentränki. Oder in was hat das auf sich? Und die Bienen, die wollen ja auch was trinken. Ne? Und da hier neben so ein Teich oder sonst was in der Nähe ist. Boah, die alten Saufziegen. Oh, ja, mein. Das ist die Kneipe von denen. Achso. Also, das macht Sinn, sollte jeder im Garten haben. Sollte man schon haben. Ja. Sehr gut. Wenn man keinen Teich hat. Ja. Ne? Gut. Oder gut. Rundherum nichts ist. Nee. Mann, du hast einen schönen Garten. Ich fühle mich hier richtig wohl. Jo, ne? Ich auch. Boah, lass mich mal vorbei und zeig mir, was du sonst noch Schönes hast. Zeig ich dir da vorne. Boah, das muss mir alles zeigen. Och, wie lange wird der noch hier rumnerven? Das ist ja furchtbar. Was hast du gesagt? Och, nix. Boah, Klaus, ich bin hammer aufgeregt. Jetzt zeig mir doch mal was hier. Was denn? Kommst du? Ich komm. Och, Mensch, mir hat dieses gezeigt. So, jetzt musst du aufklären. Sollen wir den noch wegnehmen? Nö, ich kann ja essen davon. Ja. Ne? Doch. Chemie, so sieht es am Ende aus. Ja, genau. So, ihr Lieben, ist natürlich klar, Klaus, sein Garten ist das nicht. Das ist meiner, den ich gepachtet habe. Meiner ist woanders. Ja, der ist woanders. Er hat einen eigenen Kanal, das werde ich da mal verlinken. Und, das müsste dann da drüben sein. Boah, irgendwo. Ja, irgendwo. Guck mal seinen Kanal an, ich finde das ganz großartig, mich unterhält er sehr. Ist ganz uneigennützig, er macht das wirklich nur aus Jux und Dollerei, aus Spaß, weil er richtig Freude dran hat. Boah. Und ja, Bock. Und wir sitzen hier, er kommt aus Kiel, ich komme aus Husum. West Coast, East Coast wollte ich jetzt sagen, ja. Nordsee und Ostsee. Und ich werde natürlich mit ihm jetzt noch mitfahren nach Kiel und dann gucken wir noch seinen Garten an oder beziehungsweise euren Garten. Genau. Klaus und Dani heißt der Kanal auch, ne? Ja, Klaus im Garten von Klaus und Dani. Im Garten von Klaus und Dani, genau. Dani muss heute arbeiten, ich muss mich hier abragen. So, nachher knattern wir auch dahin und dann gucken wir uns das mal da bei mir an. Ne? Da wird hier Lars mitkommen. Gucken wir mal, wie das aussieht bei mir. Also ich freue mich da schon riesig drauf, weil ich das schon länger auf dem Zettel habe. Wir haben schon ein bisschen länger kommuniziert und ich freue mich riesig, da auch mal den Garten kennenzulernen. Gibt ja auch Foodsharing, ein bisschen Permakultur, habe ich auf jeden Fall über die Videos gesehen. Und das gucken wir uns nachher dann mal direkt an, würde ich sagen. Ja, genau. So, ob das alles so fake ist. Ne? Ja, das war's von hier, ab in den Garten von Daniel und Klaus. Ich kriege den Ohrwurm nicht aus dem Kopf. Ne? Irgendwann kann ich das Ding für dein Intro singen. Das ist aber heftig, das Ding. So. So, meine Kamera läuft. Meine auch. Glaube ich jedenfalls. Ja? Das muss erst gleich noch arbeiten. Soll ich mal direkt einen Übergang machen? Mach mal. Das nehmen wir doch mal rein hier. Wir drehen gerade zwei Videos. Einmal für mich und einmal für den Klaus. Für mich. Hallo, hallo. Und wir sind jetzt in Kiel angekommen. Und ich bin total baff. Ein wunderschöner Garten, das werde ich euch auch gleich noch zeigen.
Ich weiß nicht, was du deinen Zuschauern noch sagen möchtest. Also, wir waren ja nun eben bei Lars im Garten. Er hat mir so viel gezeigt. Wir haben so viel gequatscht. Wir haben gar nicht so viel filmen können, weil wir uns richtig nur verquatscht haben die ganze Zeit. Das, also, wir haben einen riesen Spaß hier heute gehabt. Also, ganz gewaltig. Wir sind auch ziemlich groggy vom Hin- und Herfahren und vom ganzen Gequatsche. Ja, aber ja, gut, jetzt ist Lars hier. Jetzt gehe ich mit ihm nochmal hier ein bisschen rum. Gucken wir nochmal. Er will unbedingt auch nochmal die Foodsharing-Auslage sehen. Die hast du, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Doch, ich war gerade da. Ach, was gerade da? Aber das soll natürlich noch mit, ne? Ja. Und da machen wir gleich auch noch ein bisschen was rein, damit ein paar Leute was zu futtern haben. Die haben ja mal wieder viel zu viel hier im Garten, was wir selber gar nicht mehr essen können. Willst du auch noch eine Gurke mit haben? Ja, ich nehme auf jeden Fall. Ja, ne? Genau. Gurken sind gesorgt. Gurken sind bei mir nichts geworden, nämlich mit Kosshahn quasi. Mit Kosshahn. Ja. Ja, so läuft das jetzt, ne? Ja, wir haben uns das ein bisschen gemütlich gemacht hier. Ein kleines Intro und sollen wir mal direkt loslegen? Machen wir, ne? Da brauchen wir gar nicht rum. Also der Garten ist toll. Also ich muss euch das zeigen. Ich werde wahrscheinlich gar nichts raufkriegen. Das ist auch so ein bisschen über Ebenen und so. Das will ich gleich mal vorweggeben, weil das sieht man auf den Videos wahrscheinlich nachher gar nicht mehr so. So ging es mir auf jeden Fall beim Zusehen dann bei Klaus und Dadi immer. Naja, aber ich versuche mal ein bisschen Ebenen einzufangen. Ich finde das total schön hier. Darf ich eigentlich hier so alles machen? Du kannst alles filmen, was du also selbst Ecken, hast. Die du sonst nicht drauf. Du kannst auch mein Klo filmen. Ne? Das Klo soll auch gefilmt. Ist im Übrigen ein Kompostklo, das ist nichts weiter als eine, na, wie soll ich das sagen, eine Mauerbütt mit, wie heißt das Zeug, Rindmulch, sonst nichts. Super, wenn das funktioniert, ist das gut. Ja, klar funktioniert das. Wo ist denn die Kasten eigentlich? Das zeig ich dir gleich. Das zeigst du mir gleich? Ja. Cool, alles klar, dann lass mal aufbrechen. Ja, hoffentlich führen das gerade entgegen. Ja, Kratten, oh je. Das ist ja mein Klo hier. Ja. Das Rindmulch hier, hauen wir mal rüber, das stinkt nicht nix. Nee, das habe ich bisher auch mitgekriegt. Das, das ist voll gut. Wenn man es richtig macht, das ist so ein Vorurteil. Das ja, stinkt überhaupt nicht so. Ja, cool. Hast du auch schon hier im Garten, wa? Jo. Da bist du mir was voraus. Mann, das ist so wunderschön hier. Ich genieße das richtig. Ich habe einen echt klasse Tag mit Klaus. Es ist mega witzig und wie gesagt, wir haben uns so viel zu erzählen. Wir verstehen uns irgendwie blind. Das will man schon ewig kennen. So geht es mir auf jeden Fall. Und der ganze Garten geht über Ebenen. Ich glaube, wenn ich den tiefsten Punkt sehe und den höchsten, ist bestimmt 2 Meter Unterschied. Ich kann das gar nicht so schätzen. Vielleicht könnt ihr das mal sehen. Ich versuche mal waagerecht runter zu gehen, dass das hinter mir alles ein bisschen höher geht. Also ich laufe jetzt schräg runter. Ja, total toll. Mann, richtig schöner Garten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier ist so viel. Klaus, ich bin reizüberflutet. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Ich laufe ihm mal hinterher. Wir wollen ein bisschen was für die Foodsharing-Auslage machen bei ihm, wie angekündigt. Und ja, wir laufen jetzt mal rum und packen ein paar Sachen in seinen schönen blauen Korb. Was für Prachtexemplare. Da werden sich die Zaungäste freuen, von Klaus hier leckere Gurken mitzukriegen. Von Klaus und Dani. Hilfe, ich darf Dani nicht vergessen. Sie ist heute leider nicht da, sie ist arbeiten gerade. So, sollen wir mal ernten, ne? Ernten, wer? Willst du den Korb oder wer? Ja, da kriegen wir her. Ich schmeiß dir mal einfach ein paar Gurken raus, ne? Noch ist er leer. So, eine fürs Glück, 4 sind die Gäste. Alles gleiche Sorte? Ne, ist alles verschiedene Sorte. Das ist jetzt die Sorte, ich glaube, die heißt Willi Star hier. Oh, so die Dinger? Das heißt, größer werden die gar nicht? Ja, die können größer werden, dann werden sie aber nicht mehr so lecker. So sieht das jetzt aus. Ich habe mir da auch schon 2 Gürkchen rausnehmen. Ne, die will ich auch noch. Oh, ich nehme mir noch 2 kleine mit. Die gehen ja schnell weggesnackt. Vielleicht esse ich noch eine hier. Probieren muss ich doch. So, was hast du hier denn Schönes? Das sind gelbe Zucchini. Die gelbe Zucchini, da habe ich mich ja gar nicht angetraut. Ne? Yeah. Schmecken die? Wie Zucchini eben. Echt auch wie die anderen? Ja, im Grunde wie die anderen, ja. Oh, ich werde diesen Ohrwurm nicht los. Und das macht so einen Spaß. Klaus hat eine Foodsharing-Auslage, wie ich das ja mal feier. Nipp, was du brauchst, lass liegen, was andere freut. Hammergeiler Spruch. Ich glaube, der soll bei mir auch nochmal hin. Dann mach mal. Ja. Komm, ja, Lars war ja der Ideengeber von dieser Foodsharing-Auslage. Das habe ich bei ihm in so einem Video gesehen, wo er den gebaut hat. Und deswegen darf er jetzt für dieses Jahr die Foodsharing Auslage einmal einweihen und du packst jetzt die erste Zucchini. Ich pack das jetzt rein. Die erste Zucchini. So, jetzt können sich wieder ein paar Leute freuen, ne?
haben sie wieder ein bisschen Abendbrot. Genau. Zumindest was für oben drauf. Ne? Ja. Schön. Schön. Ich freue mich. Weiter geht's. Weiter geht's. Coole Kiste, echt. Das ist schön gemacht. Und hier seht ihr auch mal ein bisschen Höhenunterschied. Ich bin jetzt quasi waagerecht eingestellt und das ist hier jetzt schon ein Teil, der quasi ein bisschen berghoch geht. Und ja, so gut ich das einfangen konnte. Hier ist das so schön. Die haben so schöne Beete. Ihr müsst echt mal auf dem Kanal vorbeigucken und mal stöbern. Ich habe gerade schon ein paar Minuten gedreht, die sind weg. Ich habe nicht auf eine Aufnahme gedrückt. Also fangen wir nochmal an, aber es ist doch schön. Hier bin ich in den Garten gekommen, hier hinter mir. Ich bin total reizüberflutet, weil es gibt einfach so viele schöne Ecken. Ich kann euch gar nicht alles zeigen. Da soll Klaus vielleicht gleich nochmal ein paar Special-Winkel zeigen für euch. Lieblingsstellen, der ist gerade hinter mir. Ich werde gerade die ganze Zeit gestalkt. Wow. So, hier vorne haben wir Kräuterbeet, sagst du? Kräuterbeet mit Salbei. Was hast du denn noch Schönes drin? Ich kenne das ja alles noch gar nicht so. Hier vorne ist Maggi-Kraut. Richtig? Jo, das ist wow, ich habe was erkannt. Petersilie. Maggi-Kraut, das ist hier Estragon, das ist Salbei, da hinten habe ich noch, wie heißt das Zeug? Ja, ich komme jetzt nicht drauf. Nicht Oregano, sondern Thymian. So, ich tingle einfach mal weiter, nochmal alles abfilmen, was gerade eigentlich schon stattgefunden hat, aber so ist das halt. Das gehört dazu beim Video machen. Ich habe hier verschiedene Ecken entdeckt. Er hat zwei Gewächshäuser, er hat einen Teich und das werde ich jetzt mal alles abklappern. Ich habe auch schon ein paar Aufnahmen ja gemacht ohne Stimme, aber jetzt noch mal ein bisschen näher und ein bisschen. Na? Tomatenpflänzchen en masse. Guck mal da hinten durch. Das ist auch noch eine Menge. Hier hat er Tomatenpflanzen. Wow, alles voll. Also ich bin total erschlagen. Na, wie viele Kilo Tomaten wären das? Das wird kein Ende nehmen. Wenn da mal überall Tomaten dran hängen, echt heftig. Und er ist natürlich schon deutlich weiter, als ich hier mit dem ganzen Anzucht und so, mit der ganzen Anzuchtgelegenheit. Ich habe ja keine Tische oder so, ich mache das meistens auf dem Boden. Da steht er immer noch, ich werde immer noch gestalkt. Ich hau da mal ab. So, und jede Menge Sachen, die ich nicht kenne. Was ist das denn hier? Das ist Palmkohl. Palmkohl, okay, spannend. Werde ich mir mal merken. Swimmingpool, lauter Blumen. Und hier muss ich jetzt auch ein Stück hochlaufen. Es geht jetzt die ganze Zeit berghoch. Ich finde schon sehr, sehr viele Permakulturelemente. Sehr gut. Hier ist noch ein Gewächshaus. Das hat er auch gerade erst gebaut. Hat er ein Video zu gemacht. Also wenn ihr das irgendwie nachbauen wollt oder so, stöbert mal bei Klaus und Dani. Da gibt es auf jeden Fall ein schönes Video zu. Hier haben wir auch gerade Gurken rausgeholt für die Foodsharing-Auslage. Also echt alles da. Bohnen, Rotkohl, Mangold sehe ich. Was hast du hier noch drin? Das ist, Ruhe, Rote Krause hier, Grünkohl. Grünkohl? Jo. Echt? So, weil der so rot ist? Ja, der nennt sich Ruhe, Rote Krause. Okay, cool. Dann dürft ihr uns gerne mal verraten, was das ist. Da haben wir ein bisschen gerätselt. Habichtskraut oder was hast du gesagt, Konstantin? Ich schätze mal, dass das hier dieses Jakobskreuzkraut ist. Jakobskreuzkraut. Ich bin mir nicht ganz sicher und das will ich eigentlich auch rausreißen, weil das soll ja giftig sein, sowohl auch für die Bienen, ne? Ah, okay. Ja, dann müssen wir da mal recherchieren. Also, ihr könnt... Upsi, oh Mann, ich reiß hier noch alles um. Jetzt geht die Konzentration flöten. Ja, wo waren wir denn gerade? Ich bin schon wieder raus. Egal, ich mach mal weiter, ich schneide da schon irgendwie zusammen. Ja, und dann gibt es natürlich ein paar Stellen, die Klaus und Dani gerne besuchen. Die sitzen hier zum Beispiel gerne, das hat Klaus mir gerade erzählt. Das könnte dann so aussehen, aber sieht ja nun mal so aus jetzt. Wir haben nur Blödsinn vor, wir können auch gar nicht mehr denken eigentlich. Also jetzt wirklich so einen Gartenrundgang hinzukriegen, wie ihr den von mir kennt, ich bin
da geht nichts mehr. Aber ich bemühe mich. So, also ich finde das ja klasse, dass ich hier schon sehr viel Permakultur sehe. Er sagt ja so, ich entwickle mich dahin, aber ich finde das schon ziemlich viel. Und auch gerade so mit Mulchen und so weiter. Eine gute Sache für den Boden, schützt den Boden. Und das soll ja ein neues Beet. Hier versuche ich nur mit Mulch hier einfach ein neues Beet zu machen. Ich habe hier vorher nichts weggegraben. Also das ist schon was anderes als einfach nur Sand. Das entwickelt sich richtig in Richtung Wert. Das entwickelt sich in Richtung Humusboden. Gefällt mir richtig gut. Ich würde sagen, wie wäre es mit dem Abschluss da? Ja, so am Teich, ne? Warte, hol ich auch mal eine Kamera. So, ihr Lieben, ich muss das einfach abbrechen. Ich könnte hier wahrscheinlich Stunden verbringen, neue Sachen entdecken. Das ist halt echt krass. Aber Klaus und ich haben uns jetzt gerade dazu entschieden, einen Punkt zu finden, sonst wären wir nicht mehr fertig heute. Und wir sind langsam auch ausgelaucht und fertig. Deswegen gleich nochmal ein Abschluss an seinem Teich. Noch ein paar Worte werden wir an euch verlieren. Für alles andere geht mal auf im Garten von Klaus und Dani. Danke! So, er hat mir mal geholfen, wie sein Kanal heißt. Im Garten von Klaus und Dani. Also wir sind hier jetzt soweit durch. Wir haben jetzt noch eine kleine Abschlussszene. Sagen nochmal Tschüss. Ich könnte noch so viel vom Garten zeigen und werde nicht fertig. Deswegen schnappt euch den Kanal, geht da mal stöbern. Da gibt es genug Gartenvideos zu entdecken, wo alle Ecken hier mal irgendwie drauf sind. Du, es gibt aber du. Ich habe einen Ohrwurm von dem Trailer, das ist echt schlimm. Nochmal. So, wir sind jetzt quasi am Ende unserer Videos angekommen. Da hinten steht noch eine Kamera, hier habe ich meine, wir schnacken jetzt hier mal rein. Manchmal ist ein Klaus-Video dran. Wir finden zum Punkt, ich könnte noch so viel zeigen und wir sind aber alle, wir können nicht mehr. Wir haben gerade eigentlich schon einen Abspann gehabt mit super viel Spaß. Leider war die Kamera aus. Das kennt man übrigens, ne, wenn man YouTubes dreht, das gehört dazu. Was hatten wir gerade inhaltlich denn noch? Also ich habe auf jeden Fall gesagt, ich kann den Garten gar nicht ganz zeigen, das ist einfach zu viel. Ich bin reizüberflutet, ich könnte stundenlang hier rumlaufen, ihr kennt mich. Dann stoppe ich über das Tier und die Pflanze und es hört einfach nicht auf. Bist du eigentlich mit drauf? Ja klar, glaube ich, hoffe ich. Ja, das läuft schon. Und ich hab jetzt einfach mal gesagt, der Garten von Dani und Klaus, der Kanal, ihr müsst unbedingt drauf gehen, geht da mal stöbern. Das ist ein wunderschöner Garten, also jetzt in Natura noch schöner, als ich das über die Videos kenne. Ich muss unbedingt noch mehr reinbringen in deine Videos, so Details und Teich und so. Kommt alles noch, sehr schön. Garten ist noch nicht alles auf Amazon. Ja, worüber haben wir noch geredet? Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir haben uns blind verstanden so und eine richtig geile Zeit gehabt. Und wir haben gesagt, wir sehen uns auch auf jeden Fall wieder. Was steht an? Wir haben gesagt, wir wollen vielleicht Radfahren. Vielleicht. Ich habe mir das schon länger vorgenommen und das reizt mich immer mehr. Zwischen unseren Wohnorten liegen 100 Kilometer grob. Husum und Kiel, einmal West, schon wieder West. Nordsee und Ostsee, nicht West Coast, East Coast. Und ich möchte hier unbedingt nochmal mit Rad hineiern. Da habe ich Bock drauf mit meinem Sperrmüllfund. Dann kriege ich hier aber Sitzkissen, weil der Arsch wird mir wehtun. Aber 100 Pro. Ich lege die auch doppelt hin. Ja. Wir kümmern uns gleich ein bisschen um Essen und würden uns dann an dieser Stelle von euch verabschieden. Jo, ich sag auch mal Tschüss und ja, weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sage. Ich bin das so haben durch. Wir sind echt durch. Es macht auch nichts. Auf jeden Fall bei deren Kanal vorbeischauen, das war mir ganz, ganz wichtig. Und wir sagen Danke an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen, für alle, die bis hierhin gekommen sind. Ich weiß nicht, wie lang das Video letztendlich wird. Wir hatten so viel. Aber wir haben so einen Spaß gehabt, wir haben so viel gequatscht, die Fahrt, die ging so schnell vorbei, das war ja echt geil. So mag man gerne Auto fahren, ja, ne? Und wir hatten sogar Stau. Ja, wir hatten sogar Stau. Zweimal, dreimal waren wir langsam unterwegs. Krass. Nur am Quatschen. Das ist das Rendsburger Ecke, ne? die Brücke. Ja, genau. So, ich komme nicht zum Ende, wir sagen ja Tschüss und sind raus und weg. Hau weg. Geil. So, hier der Teil, der kommt. Ups, ihr könnt mich gar nicht sehen. Der Teil kommt in die Outtakes, oder? Da was packen wir auch noch was rein. Outtakes. Outtakes, ja klar. Ja, so Zwischenszenen. Wir machen hier ein bisschen Klapskalikram. Was ist das? So, jetzt geht er erstmal los. So, wo möchtest du denn hin? Die Hupe zeigen, ja, genau. Sollen wir da bleiben? Ja. Okay, dann nehme ich das so drauf. Hier so, hier die Ecke. Also Kompass habe ich nicht, sonst muss ich weiter weg. Ja, dann machen wir hier mal. Ne? Ja, dann. Läuft da noch? Das läuft noch. Bei mir auch. So. Müssen wir hier jetzt mal einladen, wahrscheinlich. So bist du drauf. Aber ich glaube, ich bin nicht drauf, wenn ich das so mache. Muss ich ducken. Wir schwenken um, neue Stelle. Ja, genau. Macht ihr das auch immer so viel? Oder eher entspannter? Mach ich ganz viel. Ja, ja. Lustig. Ich finde das gut. Das passt. Ich wusste, mit dir mache ich irgendeinen Quatsch. Das war so klar.
Guck dir mal den Apparat an hier. Geil. Hier haben wir eine riesen Hummel. Alter, Falter, habe ich noch nicht gesehen. Also ich hatte schon einen riesen Hummel, aber das ist ja hier. Ja, der so die größere, das ist bei mir auch total geil. Man kann an den Streifen noch rausfinden, was für eine Hummel das ist. Cool, kommt mit ins Video. Mach dich hin. Mein Akku ist fast alle. So. Ja, siehst du, ich kann nämlich noch runter. So ist gut. So ist gut. Also, bis gleich im Garten. Nee, also bis gleich im... Nee, ja, ich brauche eine Überleitung. Wir haben ja nur Blödsinn vor. Wenn das einer sieht. So, die Nachbarn da. Komischer Typ, der Lars. Was hat er da hier für Gäste? Das willst du echt durchziehen? Natürlich. Das ist gut, kannst einmal durch meinen Garten noch rum, dann sind meine Zecken weg. Ja, okay. Okay, ich so. Verschwinde mal aus dem Bild. Action! Was mitgebracht? Da sind schon zwei Frauen dran. Da. Das war gut. Ich hätte dich gerne auf dem Bauch gesehen. Das kriege ich nicht mehr hin. Macht nichts, auf den Bauch! Den Korb fest und ich schmeiß dir alle Gurken raus. Ja. Ne, machen wir doch mal so. Aber also schmeißen nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, okay. Hier müssen wir noch Quatsch machen, ist klar, ne? Quatsch machen! Blödsinn machen. Blödsinn machen. Oh Gott. Die Sauerwurm. Der macht mich fertig. Der Ohrwurm. Das tingelt nur in meinem Kopf rum. Das hört nicht auf, ne? Das passiert dir die ganze Zeit. Geil! Na, mach nur. Ah. Alles nochmal. So, ich tingel mal weiter. Dann einfach nochmal. Oh, jetzt aber was. So, hier, ich. Ich kann echt gar nicht mehr. Nee, ich weiß. Jetzt. Und alles andere geht mal bei seinem.